Hallo meine lieben Freunde und willkommen zu meinem neuen Projekt Star Wars Knights of the Old Republic. Ich bin Neon und begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal und zu diesem neuen Let's Play. Ein ganz altes Spiel, alte Grafik und ganz viel Nostalgie. Da will ich gar nicht mehr so groß um den heißen Brei reden und würde sagen, wir sehen uns gleich nach der Charaktererstellung wieder. So, und da sind wir nun. Verletzt, verwundet. In irgendeinem Bagdad-Tank. Erwache. Also ich muss dazu sagen, ich habe das Spiel schon mal gespielt. Ist aber schon sicher 10 Jahre her, wenn nicht sogar noch länger. Also ich weiß überhaupt nicht mehr, wie das geht. Ich kann mich nur daran erinnern, dass es übelst geil ist und auch meines Wissens sehr einigermaßen anspruchsvoll. Ja, schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. Im Bildschirm laufende Aufträge findest du Informationen über deine Fortschritte. Öffne diesen Bildschirm, wenn du Tipps zur weiteren Vorgehensweise brauchst. Also gut, also sowas wie ein... Ja genau, ein Tagebuch. Boah, muss mit dem Sound mal ein bisschen leiser machen. So. Okay. Damals habe ich das Spiel auch auf der Xbox gespielt. In Kontrolltanks kannst du dann wohl. Ah, okay, also in diesen Tanks hier hinten kann man anscheinend sich wieder heilen. Wie gesagt, ich habe das Spiel damals auf der... Wenn du Pause drücken, Taste, das Spiel unterbrechen. Okay, man kann also auch Pause mit Leertaste drücken. Nochmal, also ich habe das Spiel früher auf der Xbox gespielt, nicht auf dem PC. Von dem her ist es sowieso etwas neuer für mich. Aber ich denke, das kriegen wir schon irgendwie hin. Was will der denn jetzt von mir? Ah, jetzt geht's ja. Tür öffnen. So. Tür zum Leichenschauhaus. Gesperrt. Die Tür können wir angreifen oder so. Jede Tür, die eingeschlagen werden kann, lässt sich einfacher mit einem Lichtschwert oder einem entsprechenden Werkzeug, beispielsweise einem Plasmabrenner oder Fusionsschneider, öffnen. Schlage mit dem Plasmabrenner gegen die bestätigte Tür, um sie zu öffnen. Bla bla. Also gut, wir brauchen irgendwas anscheinend, um diese Tür hier zu öffnen. Vielleicht geht das hier auch so. Diese Tür ist zu... Ja, nee, geht gar nicht. Okay. Dann probieren wir es mal in dieser Tür hier. So. Krankenstation, Behälter. Medikit. Ja, das nehmen wir doch mit. Medizinisches Lager. Gewaltsamlichkeit. Ah, okay, die ist auch verschlossen. Vielleicht über die Steuerkonsole. Also das hier wahrscheinlich. Okay. Zugriff, was haben wir denn hier? Zugriff auf medizinische Logs. Zugriff auf Patientenlebenszeichen. Zugriff auf Patientenbehandlung. Auf Funktion der Krankenstation zugreifen. Abmelden. Ja, dann wird es wahrscheinlich. Tür zum Leichenschauhaus öffnen. Okay, mal gucken, was wir noch haben. Vielleicht Zugriff auf die Hauptkonsole. Zugriff auf die Medizin. Ah, auf das Medizin.
Nee, okay. Nichts anscheinend. Ah, doch. Hat sich da irgendwas getan? Erfahrungspunkte erhalten. 100 Stück. Also, schauen wir mal kurz unseren Charakter an. Gut. Hier sehen wir unsere Erfahrung. Benötigt werden 1000 für einen Levelaufstieg. Wir sind Jedi-Hüter 1. Gut, und je nachdem, wie man Antworten in diesem Spiel gibt, also es gibt Dialoge, und je nachdem, wie man Antworten gibt, gut oder böse, entscheidet man sich für eine Seite, also hell oder dunkel. Und das wirkt sich dann auf den Spielverlauf aus. Das ist halt das Coole daran. Okay, dann schauen wir mal weiter. Aggressiv. Jedes Symbol. Okay. Ja, gehen wir mal in die medizinische Versorgung. Plasmabrenner, super, den brauchen wir, um die Tür aufzumachen. Guten Morgen. Was hat denn der für ein Gesicht, der Tote? Habt ihr unter den Toten gefunden, was ihr gesucht habt? Jawohl, einen Plasmabrenner. Den habe ich bei dem gesucht. Ah. Dem Tode nahe? Ich dachte, ihr wärt tot. Näher als mir lieb war. Ihr riecht nach einem Koltotank. Wie fühlt ihr euch? Also war das ein Koltotank, in dem wir drinnen waren? Okay. Ein wenig verwirrt. War das eure Stimme, die ich in dem Tank hörte? Das hat mich ein wenig mitgenommen. Wer seid ihr? Spart euch eure falsche Besorgnis. Was wollt ihr? Also ich sag gerade von Anfang an, ich tendiere mehr so auf die dunkle Seite. Ist einfach mehr so mein Ding. Also von dem her werde ich auch wahrscheinlich auch mehr ein bisschen so in die Richtung antworten. Deswegen jetzt hier, spart euch eure falsche Besorgnis, was wollt ihr? Und ich habe euch gerettet, genau wie ihr mich. Erinnert ihr euch, was passiert ist? Nein, ich erinnere mich, dass ich an Bord eines Schiffs der Republik war, die Harbinger. Was ist passiert? Ich stelle hier die Fragen. Ich muss gestehen, dass ich nicht mehr weiß als ihr. Ich weiß nicht, wo hier ist. Ich erinnere mich, euch gerettet zu haben. Das republikanische Schiff, auf dem ihr wart, wurde angegriffen. Ihr wart der einzige Überlebende. Zweifellos okay. Aufgrund eurer Jedi-Ausbildung. Einer muss ja so gut sein. Ich bin kein Jedi. Ich gehörte dem Jedi-Ordi nicht mehr an. Woher wisst ihr, dass ich ein Jedi war? Eure Haltung, euer Gang, sie entlarven euch als Jedi. Aber ihr scheint eine schwere Last auf euren Schultern zu tragen. Der Jedi-Orden nicht, das ist eine lange Geschichte. Reden wir über das Jetzt. Was ist das für ein Ort? Ich weiß es nicht. Während ich schlief, war ich von der Welt abgenabelt. Vielleicht erfahren wir mehr, wenn wir unsere Umgebung erkunden. Das Schiff, auf dem wir angekommen sind, muss noch hier sein. Wir sollten damit von hier fliehen. Warum denkt ihr, dass wir da zusammen drin stecken? Wir wurden bereits einmal angegriffen und ich fürchte, unsere Angreifer geben nicht so bald auf. Ohne Transportmittel, Waffen und Informationen sind wir eine leichte Beute. Soll ich noch nach irgendetwas anderem die Augen offen halten? Ich suche jetzt unser Schiff und ein paar Waffen. Waffen können nicht schaden. Ihr auch nach Kleidung Ausschau halten, damit ihr einen guten Eindruck hinterlasst. Ein Eindruck? Vor welchen Leuten denn? Vielleicht gut für diese Reise. Ich überlasse es euch, diesen Ort zu erkunden. Ich bleibe hier und versuche, meine Mitte zu finden. Neuer Talent. Tagebucheintrag. Dunkle Seite Punkte erhalten. Erhaltene Gegenstände. Ganz geil. Okay. Du hast den ersten Schritt auf den Weg zur dunklen Seite getan. Egoistische Taten und grausame Antworten werden dich weiter in Richtung der dunklen Seite der Macht treiben. Dich verderben und dein Aussehen verändern. Während deine Macht wächst, großmütige... Ah, genau, das war ja so gewesen. Umso mehr dunkle Punkte man hat, umso mehr verändert sich auch das Aussehen des Charakters. Also er wird so, er bekommt so Narben und Falten und wird so gräulicher und, ja... Genau. Schauen wir mal kurz, was wir bekommen haben. Findest du das da nicht aus... Okay, gut. Ja, den Plasma... Was ist das?
Jedi vergessen. Ah, okay. Ich habe noch so ein paar Mods einfach freigeschaltet bei Steam dafür. Und das wird wahrscheinlich sowas sein hier. Dafür. Ja, darum kümmere ich mich später noch irgendwann. Plasmabrenner. Den würde ich jetzt gerne irgendwie ausrüsten, damit wir die Tür aufkriegen. Waffen. Du kannst im Inventarbildschirm keine Gegenstände auswählen. Wechsel dazu in den Ausrüstungsbildschirm. Oh Gott. Ausrüstungsbildschirm hier. Ja, also diese Yoda-Maske würde ich jetzt nicht haben. Ah, man kann hier auf die Hand. Nicht? Wo kann ich denn den... Ah, hier. Plasmabrenner. So. Okay. Tipptopp. Yeah. Jetzt. Jetzt sind wir bereit, die Republik zu stürmen. Also. Mal gucken, dass wir auch alles haben hier. Medikit habe ich hier. Was macht man hier eigentlich? Wir werden... Ah, okay, dann kann man so Gegenstände anscheinend erstellen, zerlegen oder aufrüsten. Gut, das brauchen wir jetzt noch nicht. Also... Hier sind wir nicht reingekommen, gell? Medizinisches Lager. Würde ich... Vielleicht kannst du über die... Ah, da würde ich aber gerne... Das würde ich gerne noch probieren. Auf Funktionen der Krankenstation zugreifen. Hier, Computerkenntnisse zum... Genau. Benötigt eine Sonde zum... Gucken wir mal, ob das geht. Ja, geht doch, geht doch. Okay. Okay, okay. Was haben wir denn hier so Schönes? Ein Medikit? Kann man immer brauchen. Ja, für ein medizinisches Lager ist das aber ganz schön happig hier. Also Chemikalien. Okay, ja, die schaue ich mir jetzt später mal an. Schauen wir mal, dass wir hier langsam weiterkommen. Also, beschädigte Tür schlagen. Schlapp. Erfahrungspunkte erhalten 100 Stück, weil ich eine Tür aufgemacht habe. Okay. Okay, okay, okay. Da haben wir Leichen. Also ich glaube nicht, dass auf dieser Station irgendwie noch groß Leben existiert. Ey, die sehen doch aus. Keine Ahnung, was ist denn das? Ja, gut. Okay. Defekter Droide. So. Ich würde sagen, dass wir den ersten Part zu Knights of the Old Republic hier an dieser Stelle mal beenden. Und ja, dann sehen wir uns zum zweiten Part weiter. Und bis dahin haltet die Ohren steif. Ciao, ciao.